Hallo und Gesang zu Rollercoaster Tycoon 3. So, weiter geht's in Broom Lake und ihr seht, es ist leider wieder passiert. Spiel abgeschmiert, nichts gespeichert. Ich muss nochmal neu starten. Den Anfängerlevel haben wir, wie ihr seht, schon geschafft. Der ist aber auch nicht schwer. Den schafft man nach den ersten 10 Minuten oder 15 Minuten. Von dem her habt ihr nicht viel verpasst. Und weiter geht's mit den Missionen eben. Das habt ihr zu verdanken dem lieben White Gamer, ein sehr guter Let's Play-Kollege von mir. Der hat sich von mir mehrfach gewünscht, dass ich Rollercoaster Tycoon weiterspiele. Und zwar nicht endlos, wie von mir angedroht, sondern Missionen. Und den Wunsch erfülle ich ihm gern. Darum geht's weiter im Broom Lake. Nochmal schnell vorgelesen. Der CIA hat sie engagiert, einen Hightech-Park für Experimente auf dem Gelände des streng geheimen Broom Lake anzulegen. Sie haben bewiesen, dass sie mit Spionen fertig werden können, aber die Spione sollten sie lieber nicht enttäuschen oder man wird sie versetzen. So, starten wir mal rein. Jetzt folgendes zu dem ganzen Thema Rollercoaster Tycoon 3 Missionen. Also, mein Vorschlag wäre, und ich glaube, ist vielleicht nicht uninteressant, das auch ein bisschen so zu gestalten, wenn sie Missionen zulassen, wie die letzten zwei und wie auch diese hier, dann werde ich so machen, dass ich ein bisschen, was heißt Speedplay mache, Speedplay ist vielleicht der falsche Ausdruck, dass ich die Mission wirklich so spiele, dass man sie möglichst schnell und effektiv erledigt, auch wenn wir da ein bisschen auf Deko verzichten. Aber müsste so sehen, alles was ich jetzt nicht dekoriere, sammelt sich bei mir Lust an, um später in den aufwendigeren Missionen das dann zu machen oder im Endlos. So, Broom Lake zu den Aufgaben. Verkehrswert 15.000 und den VIP zufriedenstellen, der eine hohe Störungstoleranz hat, brauchen für den Anfängerlevel und wie schon vorher gesagt, ist nicht schwer, hat man sofort geschafft. Dann Unternehmer, da kommt der VIP nochmal mit Störungstoleranz Mittel, ist auch noch leicht zu schaffen und Darlehen zurückzahlen, da ist jetzt der Knackpunkt, die Frage, schafft man es, das Darlehen zurückzuzahlen, unmittelbar nachdem der VIP da war, sprich nach gerade mal 3-4 Monaten Spielzeit oder nicht und dann hat der Tycoon-Level Störungstoleranz niedrig, heißt übrigens, der VIP will nicht dauernd von anderen Besuchern angenervt werden und Verkehrswert 30.000. Ja, kurzer Überblick über den Park, Science-Fiction-Thema, ein paar Wege, ein paar kleine Läden, nicht viel. Können wir mal schauen, was haben wir da? Raketenkantine, Shirts, Weltraumhüte, zwei Informationen, Schirme und Toiletten, das war's. Mehr gibt's da nicht. Würde ich sagen, ja, starten wir einfach direkt rein. Forschung, schauen wir mal, das hängt davon ab, wie viel wir schon an Attraktionen haben, die wir bauen können. Achterbahn schaut übrigens schlecht aus, können wir uns nicht wirklich leisten, weil Maximalgeld 12.000 mit Maximalkredit 10.000, das ist nicht wirklich viel. Da kann man sich keine Achterbahn leisten und noch eine Menge andere Sachen. Da werden wir uns eher auf kleinere Sachen konzentrieren. Was haben wir? Ja, klingende Untertassen, Überkopfschiff und ein paar sanfte Fahrten. Eventuell insgesamt schon genug, um den passenden Verkehrswert zu erreichen. Vielleicht auch knapp nicht. Das werden wir testen, indem wir einfach mal die ganze Forschung rausnehmen. Und das ist jetzt das angesprochene Speedplay, unter Anführungszeichen. Und mach mal nur aufregende Fahrten, investiert aber auch mal ganz wenig. Sprich, sagen wir mal, 50 im Monat. Da unten schöner großer Platz, da werden wir uns niederlassen und unsere Attraktionen bauen, unsere ersten. Und ich werde jetzt in dem Fall eben bewusst aus Geldgründen, zumindest bis Tycoon, komplett auf Deko verzichten. Und das nicht, weil ich keine Lust habe, Deko zu bauen, sondern weil es einfach jetzt zum Konzept gehört, diesen Level effektiv zu lösen. Zumindest es zu versuchen. So, dann starten wir mit der ersten Attraktion. Da würde ich sagen, was ein bisschen die Leute anzieht. Schwingendes Überkopfschiff.
Wie lang machen wir denn die Reihe? Es sollte nicht zu lang sein, weil einfache Faustregel von mir, umso kürzer die Reihe, umso weniger Leute und die Leute, die nicht anstehen können, gehen eventuell woanders hin und ja, benutzen eine andere Attraktion. So, lassen wir mal loslaufen und zahlen dort Geld. Ja, und das Thema Geld hat es natürlich geheißen, ja, erhöhe unbedingt die Preise, das wird sich sonst später rächen. Ich sage mal so, ja klar, kann man, muss man nicht, insofern muss man nicht, weil ganz ehrlich, Rollercoaster Tycoon in diesen Missionen einfach noch extrem leicht ist, hilft uns natürlich, Preise zu erhöhen, ich würde sagen nicht viel, gibt zwar die schöne Faustregel bei den Achterbahnen, Zitat, auch in dem Fall lieber White Gamer, der hat mich ja da darauf hingewiesen, der sagt, Achterbahnen, die, wo haben wir es, da haben wir es, Erregungsbewertung kann man 1:1 umsetzen in Eintrittspreis, sprich Achterbahn, Erregungsbewertung 7 heißt Eintrittspreis 7 oder zumindest knapp darunter, gilt nicht für diese Attraktionen. Wenn man hier 3,6 verlangt, meine Garantie, ich kann es auch gern zeigen, selbst wenn man hier 3 verlangt, werden die Leute umdrehen, weil es ihnen zu teuer ist. Ich kann es gern herzeigen. Auch wenn man dann genau vielleicht das Geld verlieren, das ich gebraucht hätte, um den Level zu lösen. Ja, wird schon passen. Aber ich zeige es euch mal. Ja, die drehen um, sagen, ich bezahle nicht so viel. 3 ist ein auch zu, in dem Fall zu viel, gehen wir mal auf 2,2. Sollte sich die Schlange unerwartet füllen, können wir ein bisschen drüber gehen. So, dann, was haben wir noch? Fliegen die Untertassen, das schaut schön Science-Fiction-mäßig aus. Laserschlacht. Persönlicher Favorite von mir, zumindest optisch. Werden wir, denke ich, hier hinbauen. Naja, fast ein bisschen sehr kurz da der Eingang. Und bauen wir vielleicht darüber, so. Bisschen länger ist zumindest. So, dann, was haben wir noch? Bauen wir noch das Schwerelos-Trampolin. Vielleicht drunter, das geht sich da nicht aus. Da warten wir auf eine Attraktion, wo sich das ausgeht. So, falls ich doch noch auf die Idee komme zu dekorieren, lasse ich ein bisschen Platz um die Attraktion, dass zumindest das ein oder andere Platz hat. Jetzt machen wir das, da machen wir noch das Schwerelos-Trampolin vielleicht dahin. Ein- und Ausgang. So, wie schaut es denn aus mit unserem Verkehrswert? Wie viel haben wir denn jetzt? Bereits 4000. Ich schätze mal, das wird jetzt ziemlich flott steigen, wenn wir es laufen lassen. Ja, 10.300. Kreditmäßig hätten wir jetzt 1000 Kredit. Jetzt ist eben die Frage, wie gut kommt man dahin, dass man es schafft, möglichst kreditfrei zu bleiben und trotzdem auf die 15.000 Verkehrswert. Ja, einerseits ein bisschen warten. Keine Frage. Andererseits möglichst ohne Kredit spielen, spart man sich schon die Kreditzinsen. Und ja, eine fiese Möglichkeit wäre natürlich, irgendwas abzureißen, was Geld bringt. Aber das machen wir nicht, das wäre ja fast schon Cheaten. So, ja, ist die Frage, bauen wir jetzt noch was? Warten wir, VIP kommt wann? Am 3. Mai in einem Monat. Wäre natürlich toll, wenn wir bis dort den Verkehrswert auf 15.000 hätten. Ist die Frage, geht er von selber so weit rauf oder nicht? Weil, dann hätten wir ja den Anfängerlevel erledigt. Wenn der Kredit zurückgezahlt ist, hätte man automatisch das Darlehen zurückzahlen erledigt und könnten, schauen wir mal, ob sich's ausgeht, und könnten sofort das Geld wieder aufnehmen, während die Aufgabe noch offen ist und gleich uns auf die 30.000 hier konzentrieren. So, da stehen die Leute ordentlich an, da werden wir mal ein bisschen anziehen mit den Preisen. Hier interessiert es irgendwie keinen, das passt. Das passt, passt eigentlich nicht, aber naja. So, um Personal werden wir allerdings nicht rumkommen, da werden wir uns mal einen Mechaniker und eine Reinigungsfachkraft anstellen. Schulen wir gleich ein bisschen, dass sie auf 0%
sind, na, jetzt sagen wir mal, wir haben nicht mehr genug Geld für die Schulung. Okay. So, der VIP ist angekommen. Ja, jetzt wird ein bisschen knapp natürlich mit dem 15.000 Verkehrswert, das gleich zu schaffen, während der VIP noch im Park ist. Werden wir doch ein bisschen was investieren müssen, schätze ich mal. Und noch irgendeine Attraktion bauen, um das drüber zu bekommen. Schauen wir mal, vielleicht geht sich's aus. Ich schul mal derweil ein bisschen mit dem Geld, was wir zusammengebracht haben. Zumindest den noch ein zweites Mal. Dass seine Faulheit verliert. Happy sind sie ja beide. Ein Hunderter kostet das, naja gut. Fließt jetzt nicht direkt in den Parkwert mit ein, schätze ich, aber Personal arbeitet wenigstens effektiv. So, passt. Sieht nicht ganz ausgegangen. So, der Clint Buschken amüsiert sich derweilen bestens. So, da kann man auch ein bisschen raufgehen. Da sind jetzt auch eine Menge Leute. Auch ein bisschen rauf. Da kann man auch noch ein bisschen rauf. Und ihr seht, die kurze Anstehreihe lohnt sich wirklich, weil die Leute quetschen sich einfach überall rein. Schaut ganz gut aus. So, der VIP verlässt den Park. Heißt, hätten wir geschafft. Allerdings, sag ich mal, die 14.000 Verkehrswert werden wir nicht ganz schaffen, ohne dass wir noch ein bisschen was investieren. Von dem her nehmen wir jetzt doch mal einen Kredit auf, bauen noch irgendwas. Und zwar, was haben wir noch nicht? Das schwerste Trampolin haben wir. Haben wir 3D-Kino haben wir noch nicht. Dann bauen wir das. Das ging da drunter. Perfekt. So. Okay, auch gleich eröffnen. Schauen wir mal, wie sich das im Verkehrswert niederschlägt. Ist das geschafft. Der VIP verlässt den Park und erledigt. Beides mehr oder weniger gleichzeitig. Sehr gut. So, was wir jetzt noch brauchen, ist einfach irgendwie 500 Euro zusammenzusparen, um den Tausender da zurückzuzahlen. Sollte sich hoffentlich irgendwie machen lassen. Ich hoffe mal. Wenn wir mal die Forschung ganz wegnehmen. Sobald wir dann den Tausender zusammen haben, zahlen wir das Darlehen zurück. Haben dann eben, wie gesagt, das erledigt. Bis dort ist vermutlich auch der Clint Buschken nochmal da. Schätze ich mal. Und wir haben den Unternehmerlevel geschafft. Und dann werden wir ordentlich Geld aufnehmen und weiterbauen und schauen, wie sich das niederschlägt. Wie lange wir brauchen bis zum Tycoon-Level. Und falls wir dann Zeit haben und ich noch liebe, dann werden wir auch natürlich ein bisschen dekorieren, keine Frage. So, scheint, als wären die da bereit, noch mehr zu zahlen. Wenn das so ist, bitte gerne. So, VIP angekommen. So, 200 würden noch fehlen. Wird sich vermutlich nicht ganz ausgehen in der letzten verbleibenden Juliwoche. Da werden wir noch einen Monat spielen müssen, bis wir das haben. Und dann kann ich mal ein bisschen vom Gas runtergehen und mal ganz normal laufen lassen wieder und ein bisschen bauen. So, sauberster Bar können wir uns aber, wie gesagt, auch leider nichts davon kaufen. Die ganzen Auszeichnen ja alle null. Null Belohnung. Ja, könnte man natürlich jetzt auch von dem Geld was bauen. Schauen, dass man mehr einnimmt wiederum. Aber ich warte jetzt die Zeit einfach noch ab. So viel Geduld haben wir, glaube ich, noch. Vor allem ist bis dort der VIP aus dem Park wieder raus. Wo ist denn der gerade unterwegs? Da auf dem schwingenden Überkopfschiff. Und wie schon gesagt, Eingangsbelohnung ist dann, dass wir für die spätere Mission einfach ein bisschen mehr Zeit haben. So, gleich haben wir es geschafft. Passt. Der Kredit ist zurückgezahlt. Der VIP verlässt den Park.
Dann ist der Level auch geschafft und dann geht's an den Tycoon. Wäre natürlich genial, wenn wir das bis 17. Oktober hinkommen, dann wäre das echt auch neuer Rekord. Jetzt können wir jedenfalls, sag ich mal, da ordentlich aufdrehen und dann kommt das komplette Geld mal aufnehmen. Überhaupt kein Problem, weil einmal erledigt, bleibt erledigt. Und schauen wir mal, wenn wir ein bisschen was in die Forschung investieren. Erstens mal, nicht viel, aber ein bisschen was immerhin. So, Besucher sind hungrig, dem komme ich jetzt nach. Gibt's mal Kekse. Und durstig sind sie sicher auch. So, haben wir das geschafft. Schaffen sich auch den Tycoon mit einer großen Geldmenge wurde belohnt. Na naja, gut, jetzt ist das Spiel natürlich gelaufen, weil jetzt haben wir 20.000 auf der hohen Kante. Und da schaffen wir es locker, 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 den Verkehrswert raufzubringen. Die einzige Frage ist, schaffen wir es den VIP, der wann kommt? Im Oktober, oder? Am 17. Oktober zufriedenzustellen. Vielleicht schaffen wir es, wenn wir ihn entsprechend routen und ihn einfach nur ins 3D-Kino schicken, wo hoffentlich keiner ansteht. Und schauen wir mal. So, was haben wir denn übrig an Attraktionen außer Coastern? Die fliegenden Untertassen. Die werden wir bauen. Passt. So, machen wir das da. Okay. Ach, das war nix. So, jetzt aber. Was haben wir noch? Das Luftkatapult hätten wir auch mittlerweile bekommen. Das bauen wir auch gleich. Das war doch nichts vom Eingang her. Wenn wir es so machen. So, in dem Fall. Ich habe den wilden Plan, doch noch ein bisschen zu dekorieren. Ich hoffe, ich komme noch dazu. So. Schauen wir mal, Verkehrswert. 18.300 wird vermutlich ein bisschen raufgehen. Ja, jetzt brauchen wir halt noch mehr Besucher im Park und müssen natürlich aufpassen auf unsere Parkbewertung, dass die nicht runtersaust. So, Kredit zahle ich mal ganz zurück, sparen wir uns die Zinsen. 17. Okay. Was können wir denn noch machen? Motorradrennen. Ja, ist alles nicht sehr nach meinem Geschmack. Coaster will ich jetzt eigentlich auch keinen bauen. Obwohl für einen Verkehrswert wäre es natürlich super. Linear, Motorachterbahn, an die erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr. Ah, das wäre so eine, die man nirgendwo hinschießen könnte und wieder zurück. Ja gut, das wäre schon eine Option, das zu bauen. VIP kommt in einem Monat. Was fehlt uns denn an Verkehrswert? Nicht gerade viel. Ja, sollen wir dann so eine ewig keine mehr gebaut? Das könnte man noch machen. Dann hätten wir zumindest irgendwas Nettes noch gemacht. Lass ich mich einfach mal überraschen. Ich weiß von der Achterbahn wirklich gar nichts mehr. So, schauen wir mal. Na, ich löschen. So, das wäre mal die Startrampe. Und die kann man da rausschießen, normalerweise. Genau, Startgeschwindigkeit. 160, 162. Ja, dann schauen wir einfach mal. Vor allem ist die Frage, was kostet uns das? Und macht das den Leuten überhaupt Spaß? Ich habe keine Ahnung. Da mal die ganzen Vertikaldrehungen. Ah, die vierte Schleife geht so. Ja, warum nicht?
Eine Viertelschleife runter. Dann wieder Vertikaldrehung und dann eben das Ganze wieder retour. Ist das das Passende, was ich haben will? Ja, mehr oder weniger. So, da sind wir jetzt ein bisschen höher. Was haben wir denn da noch alles? Große Schraube, große Spirale, Halbschleife, müssen wir nur aufpassen, dass ich da jetzt keinen Blödsinn baue und unser ganzes Budget verpulver. Okay, die sind alle natürlich da oben. Große Schraube, ja, die ist fast ein bisschen zu klein, die große Schraube. Drehung da unten ist ein bisschen heftig. Ja, noch mehr Viertelschleifen ist auch langweilig. Ah, hätte gern Spiralen, ja. Also machen wir es mal ein bisschen unspektakulärer. Mal schauen, vielleicht gefällt es den Leuten ja trotzdem. Würde ich sagen. Dann machen wir dann nochmal eine Drehung. So und nochmal Viertel. Ah, die ist jetzt zu hoch natürlich. Ist egal. Machen wir nochmal so. Und da jetzt allerdings irgendwas anderes. Große Schraube, genau, da machen wir noch eine Drehung und vielleicht irgendwas Halbschleifenmäßiges, genau. Und dann einfach so steil nach oben und das Ganze dann retour. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwem Spaß macht. Wir werden sehen. Also, da fehlt natürlich jetzt noch Ein- und Ausgang. So. Also, mal vielleicht vorher eine Testfahrt machen. Wäre keine schlechte Idee, ob das Ding überhaupt funktioniert. Beziehungsweise, wenn wir es sogar eher im Konstruktionsmodus testen, ein bisschen ungefährlicher mit dem Phantomwagen. Was ich auch vergessen habe, ist einstellen. Wenn, dann fahren wir da schon mit ein bisschen mehr. So, dann schieß mal rauf da, das Teil. Ja, die saust so natürlich nach oben raus. Mehr als. Da mal ein bisschen beherrschter rangehen. Mal 140. Boah, immer noch. Das gibt's ja nicht. 100. Vielleicht noch ein bisschen höher bauen. Ja, mit 100 kommt sie da fast nicht mehr drüber. Ein bisschen zu wenig. Stellen wir auf 120. 115. So. Ha! Knapp, aber es geht sich, glaube ich, aus. Ich glaube, es geht sich aus. Lass mal so nochmal fahren. Mal schauen, ob es oben rausfliegt. So, und Ergebnis. Super langweilig, vermutlich. Schauen wir mal. Ah, 6,2. Intensiv. Leuten wird mäßig übel, ja. Können wir öffnen. Da verlangen wir dann glatt mal 6 Euro für das Teil. So, mal schauen. Verkehrswert ist erfüllt. Ja, jetzt ist eben nur die Frage. Wie schaut's aus mit dem VIP? Kann man den zufriedenstellen? Wenn ja, hätten wir es geschafft. Wenn nein, gibt's entweder Überlänge oder eine zweite Aufnahme eher. Ja, dekoriert habe ich nichts. Es tut mir eigentlich fast ein bisschen leid. Es ist einfach leider so, die Level hier bei Rollercoaster Tycoon, die so einfach sind,
die schreien einfach danach, dass man sie so effektiv löst. Und ja, wenn man genau weiß, dass man 20 Minuten in dem Park verbringt, warum dann ja einfach so viel Zeit und Energie ins Dekorieren investieren, gibt quasi keinen Grund. Und genauso das Nachoptimieren, wie jetzt irgendwelche zusätzlichen Mechaniker einstellen oder Reinigungskräfte, ja, braucht's einfach leider unter Anführungszeichen nicht. Leider, leider. So, die Leute ein bisschen anlocken wieder, das gehe ich jetzt extra mal runter mit dem Preis, in der Hoffnung, dass da ein bisschen mehr angezogen werden von den Attraktionen. So, der Clint Buschten ist unterwegs im 3D-Kino. Schauen wir mal, wie es um seine Störungstoleranz steht. Ja, und jetzt werden wir natürlich durchziehen, auch wenn die 25 Minuten um sind, einfach um zu schauen, geht sich noch aus, Müll und so weiter bitte ignorieren. Und auch ein bisschen Feedback geben, soll ich das jetzt weiter so machen? Also ich natürlich wäre für ja, dass ich einfach so lang in dem Stil weiterspiele, solange es die Missionen zulassen, würde dann später wirklich, wirklich noch schön knackig. Und spätestens natürlich, wenn ich die Mission fertig habe, dann gäbe es endlos Spiel und da verwende ich natürlich alles an Energie darauf, dass ich alles schön dekoriere. So, VIP ist unterwegs. Beste Science-Fiction-Szenerie. Okay. Das war fast ein bisschen unangenehm. So, VIP hat den Park verlassen. Jetzt wird's spannend. War er zufrieden? Ja. Und wir haben's geschafft. Okay. Tja. Nächster Rollercoaster Tycoon 3 Park in einer Folge. Wie heißt so schön, abgefrühstückt, wie die Kollegen immer sagen. Tja. Ich möchte. Okay, das war Nummer 7. Was erwartet uns als nächstes? Tal der Könige. Bin ich gespannt. Ich weiß es nicht mehr genau. Eine Achterbahn hätten wir schon von Haus aus und viel schöne Dekoration. Wird spannend. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Wünsche alles Liebe, alles Gute. Sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.